Moin Freunde, was geht ab? Wir schauen uns heute das Video von Shirin David an, Bramfeld Stories. Hat meine Frau mir tatsächlich empfohlen. Sie meinte, das Album ist hammermäßig und ich soll mir doch unbedingt mal Bramfeld Stories anschauen. Und ja, warum nicht? Ne? Schaue ich mir an. Wir haben damals auch schon Gib ihm tatsächlich reagiert. Das Video gibt es auch noch bei uns auf dem Kanal. Und Babsi Bars habe ich leider nicht drauf reagiert, aber das war auch schon sehr, sehr stark. Deswegen, ich bin gespannt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. So, da haben wir das gute Stück. 1,3 Millionen Aufrufe. Nicht schlecht. Auf geht's. Shirin David. Ja. Die sagen, dass ich ein Produkt bin, künstlich wie mein Hintern. Doch ich bin eine Künstlerin, die Optik ist ein Blickfang. Die sehen mich im Spotlight. Der Beat kommt mir irgendwie, also irgendwas triggert da. Irgendwas triggert da und irgendwas erinnert mich das ultra. Keine Ahnung, muss ich nochmal weiter überlegen. Aber okay, ich bin gespannt. Sie macht das Licht an, denn ihr habt viel geredet, aber fuck it, jetzt bin ich dran. Mama kommt aus Litauen, Papa ist Iraner. Hab in einem anderen Song schon mal erzählt, dass er nie da war. 95er Jahrgang, Kennzeichen ist Haha. Die übersehen das Drama, der Weg bis hier war ein harter. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Shirin David, die ohne Privilegien in kleinsten Verhältnissen aufwuchs? Wir haben sie begleitet. Shirin David. Shirin David? Hier ist sie, Shirin David! Kannte als Kind nur Klassik, Puccini und Vivaldi. Die anderen Kinder schauten Cartoon Snoopy oder Heidi. Ah, sie kann das. Also, das muss man eher lassen. Also, sie rappen kann sie. Rappen kann sie. Ob dieses, auch dieses ewige Thema mit dem Ghostwriting etc. Absolut egal. Wenn du performst und du haust das da raus und das ist geil, dann ist das geil. Ganz einfach. Und das ist schon. Also, man merkt das. Das schockt. Jeden Nachmittag Musikunterricht über Stunden. Und trotz ihres Diploms ging meine Mama heimlich putzen. War broke as fuck, sie wollte das Beste für ihre Kinder. Was ich nicht hat, schnitt ich aus der Burg und hing es in mein Zimmer. Mama ließ mich träumen, ebnete mir jeden Weg. Denn obwohl wir wenig hatten, hat uns nie etwas gefehlt. Wohnzimmer voll mit Notenbüchern und Klassik-CDs. Plötzlich war ich in der Pubertät. Hausaufgaben lass mal, fand Jungs interessanter. Wechselte sechsmal von der einen Schule zur anderen. 16 Jahre alt und verliebt. Hat leider nicht ins Schulsystem gepasst. Anscheinend war es der richtige Weg. Ich in schöne Outfits, zieh mich um im Haus, damit Mama bloß nicht ausflippt. Arbeite bei Kicks, er Saphira, Jordan Pink. Höre Kitty Cat und Rap ist für mich, aus wenn ich mit. Yeah. 2014 traf ich Simon Desue und er fragt mich, spielst du mit dem Video, was denkst du? Erster eigener Channel auf YouTube, ich war brand new. Aus Boxy wurde Shirin Breakthrough. Der erste Kontakt mit YouTube und es ist Simon Desue ist aber auch schwierig. Schwierig. Auf Facebook drücken 50.000 über nach gefällt mir. Dreh die ersten Videos und Dima sagt, ich helf dir. Täglich nach der Schule, Treffpunkt Hamburg-Steindamm. Sechster Stock, der einzige Ort, wo wir wirklich frei waren. Sascha, Anton, Paola, Ramona und Melina. Wir waren alle Weirdos, die vorher nicht beliebt waren. Beste Freunde, bis die Industrie kam. Denn YouTuber wurden plötzlich die neuen Popstars wie auf Viva. Schaue auf mein Handy, krieg ne Nachricht von Sabrina. Sie sagt mir, dass ich 1,5 mit nur einem Post verdient hab. Rufe Mama an und sie ruft laut, Jesu Maria. Patti sagt, startet. 1,5 mit einem Post. Heutzutage. Da steht man hier gar nicht für auf. From the bottom, now we're here. Mamas größter Wunsch war, ihre Tochter geht zur Uni. Doch ich geh meinen Weg und mache jetzt all dieses Money. Mama hat ihren Kopf noch immer voll mit all den Sorgen. Doch bald feiern wir Masterabschluss in London vom Party. Sing Killing Me Soft, die Stelle ist so mein Teaser. Denn ich gab schon Konzerte, als ich klein war in meiner Kita. Werde angefragt für einen Song mit Ado Koyo. Für meinen damaligen Freund war die Zusammenarbeit ein No-No. Auch wenn ihr die Stärke in mir nur als Arroganz seht, lasst nie mehr zu, dass ein Mann mir gegenüber seine Hand hebt. Die alten. Ob sie noch ein bisschen austeilen wird? Ob da noch ein bisschen nachgetreten wird, vielleicht bei manchen Sachen? Freunde.
Freundin sagten, Shirin, du hast dich verändert. Hab mich schlecht gefühlt, obwohl ich einfach nur ich selbst war. Musste mich entscheiden zwischen mir und zwischen denen. Das war die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung in meinem Leben. 2015 im Studio mit Kool Savas. Wusste selber noch nicht, welche Musik wirklich zu mir passt. Unterschieden und zu sehr an unserem Geschmack. Und deswegen hat die Zusammenarbeit nicht so gut geklappt. Bis es aus der Szene, Kurdo danach Farid. Jeder diskutiert, wie echt die Kurven an meinem Arsch sind. Sitz bei DSDS und beurteile in den Castings. Aber die reden mir rein in die Frisur, änder dein Haarschnitt. Scheinbar... Lulala. Ja, man hat's nicht leicht, wenn man auf Rapper macht oder wenn man in der Rap-Szene ist und dann gleichzeitig noch eine gut aussehende Frau ist. Da fühlen sich manche leider etwas, ne, bedrängt. Sag ich mal. Die fühlen sich bedrängt. Sie macht ihr ein Ding. Und sie macht's gut. War ich zu blond für Michelle und H.B. Baxter? Bisschen Beef mit Dieter, nur weil RTL gehetzt hat. Ja, meine Nines wurden zu Ja's und meine Ja's wurden zu Nein's. 2016 beste Schule, doch die schlimmste Zeit. Wir reden die ganze Zeit von Frauenpower, von Girlpower, von Women Empowerment. Und dann kommt mal jemand daher, der einfach so sein eigenes Ding macht, aussieht, wie sie einfach aussehen möchte. Und dann haben wir alle nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, die Frisur ist zu groß, das Make-up zu stark, die Wimpern zu lang, die Schuhe zu hoch, das Kleid zu groß oder keine Ahnung, irgendwas. Raus aus der Jury, sitze nicht mehr zwischen den Stühlen. Ab jetzt will ich nur noch machen, was ich wirklich fühle. Bei Summer Jam hab ich zum ersten... Aber der Vibe von dem Track ist auch übel, ey, muss ja sehr. Also das ist schon geil, das passt schon gut zusammen, ey. Mal vor paar Typen, ob ich schon perfekt bin, muss noch bisschen üben. Zieh nach Berlin, wo ich ab 2017 lebe. Kam mit paar Klamotten und einem Haufen großer Pläne. Kam wegen Musik und ich verjobbe mit der Szene. Wusste nichts über die Politik und nichts über die Regeln. Traf einen alten Freund namens Tavan in Berlin. Und er fragt mich, yo Shirin, wie läuft es mit Musik? Ich antworte, geht so, bis er alles anstrengt. Und für mein Album habe ich doch kein einziges Lied. Ja, 30 Songs skizzen auf dem Mac. Nichts davon perfekt, nichts, das mir gefällt. Jede Woche sitzt vor mir ein neuer Produzent. Nehme heute etwas auf und schmeiß es morgen wieder weg. Treffe eine Wahl, trenne mich von meinem alten Management. Das ist auch übel, wenn dann die ganzen Produzenten immer ankommen, die dann sagen, ja, den musst du alles machen. Musst du alles machen. Hast du nächste Woche, den nächsten Jahr musst du alles machen. Da wirst du durch, da drehst du doch durch. Drehst du echt durch. Fortan ist es Tavan, der mit mir meine Geschäfte leckt. Der als erster an meine Vision glaubt und ihr wirklich Interesse schenkt. Endlich war ich wieder in meinem Element. Beim Bambi 2017 zwischen dem Establishment. Er sagt, ich schwöre, dass auch du bald deinen Bambi in den Händen hältst. Parfüm mit DM, created by the community. Über eine halbe Million verkauft werde zu Beauty Queen. Also auch da soll sie 10 Millionen Euro allein mit diesem Parfum verdient haben. Umsatz wahrscheinlich. Genau. Da verdienen natürlich viele Menschen mit. Aber ja, was bleibt am Ende bei ihr hängen? Was hat sie jetzt auf dem Konto? Von meiner Haustür plötzlich das Finanzamt. Wow. Die dachten wohl, ich hätte Millionen versteckt im Wandschrank. Alter. Finanziell alles nice, aber war nicht zufrieden, denn ich wollte endlich mit der Musik beginnen. Das ist geil. Da muss ich mir nochmal angucken. Das ist nice. Erst so dieses Reinkommen, diesem Abfälligen und dann hört der Beat auf. Oh, das ist Hammer. Mit, aber was bleibt am Ende bei ihr hängen? Was hat sie jetzt auf dem Konto? Von meiner Haustür plötzlich das Finanzamt. Die dachten wohl, ich hätte Millionen versteckt im Wandschrank. Finanziell alles nice, aber war nicht zufrieden, denn ich wollte endlich mit der Musik beginnen. Stark. 2018 stark. Alles sein Kampf wie Martial Arts. Fahren nach Bietigheim, treffe Shindy, Ozzy und Lars. Saßen undercover in den Restaurants und Bars. Zum ersten Mal hat der Anspruch an Musik für mich gepasst. Ganze Nacht im Studio, nehm auf und haben Spaß. Doch nach knapp 2 Wochen gab es dann Alter. Besuch von Arafat. Was wär aus den Aufnahmen geworden, hätte es geklappt. Doch der Vibe war jetzt gefickt und plötzlich kam der erste Cut. Post vom LKA und die Bildberichte. Der Beat ist übertrieben. Holy shit, der ist so gut und sie rappt auch so gut da drauf, alter Schwede. Ich bin zum ersten Mal involviert in die deutsche Politik. Hatte keinen Bock mehr, macht eure Filme bloß ohne mich. In dieser Zeit, die für mich wenig positiv. Ja, yeah. Paar Monate nichts gemacht. Tavans Handy klingelt grad. Nächste Woche ein Termin im Studio bei Finisher. Hatte niemals aufgegeben, weil ich nie ein Quitter war. Und bin dankbar für jeden Rat, den Paul Nizza gab. Weiß nicht, wie oft ich im Studio schon an mein Limit kam. Doch die Jungs haben an mich geglaubt und mein
auf meine Karte. Nichts, auf das ich warte. Universal bei Tombone in der obersten Etage. Unterschreib den Deal für die erste eigene Platte. Gib ihm die. Alter, das ist übertrieben gut. Das ist übertrieben gut, ey. Noch clean. Idiotzahl 150k aus meiner Tasche. Auf 1 zweite Woche, dann 1 dritte Woche. Millionen Klicks auf YouTube, das Video bricht Rekorde. Öffne Türen für Female Rap in Deutschland, doch verdiene keinen Orden. Bitte meine einzigen Frauen, die mich supporten. Frühling 2019, endlich wieder Sonnenschein. Plötzlich geht ein Song mit meiner Stimme darauf online. So, oh mein Gott, Papi Pop Drop. Muss ich noch was dazu sagen? Ihr habt alles mitverfolgt. Bis auf im Januar aufgenommen, im Februar abgesagt. Dann Mitte März das Video zu Auf Falterbach. Konnten uns nicht einigen und waren beide abgefuckt. Doch am liebsten hätte ich Musik mit ihm zusammen gemacht. Went from the favorite to the most hated, während ich die Leute in den Clubs weiter tanzen las. Firmen wollen eine Kampagne mit Shirin, doch bisher wurde ich nur gefickt von dieser Industrie. Die sagen, einem jungen Künstler sei immer du selbst, aber streichen den Support, wenn ihnen ein Selbstbild nicht gefällt. Oh, ja. Real Talk. Absolut Real Talk. Kann ich mit jedem diskutieren, doch musste lernen, ich muss mich öffentlich positionieren. Die sagen, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber Schweigen war mein Fehler und Reden brachte Erfolg. Denn meine Belohnung für die ganzen Fights, mein Debütalbum chartete Platz 1. Yeah. Meine Fresse, ist die erfolgreich. Das ist wirklich unglaublich. Und es sind jetzt so Zahlen aufgeploppt, die das Ganze nochmal deutlich machen, ja, wie erfolgreich die Frau ist. Hier ist sie, Shirin David. Hab dafür gekämpft wie in der UFC. Created by Shirin, der nächste Move war der Douglas-Deal. Ist da. Shoutout an das Bruder-Team. Das habe ich auch so, die Line habe ich so gefeiert bei Babsi Bars. Ich dufte nach Erfolg, deshalb der Douglas-Deal. Alter Schwede, der hat auch gut ausgeteilt. Aber sagt, da haben die mir ein Bambi für Kultur verliehen. Adi, das Markengesicht, muss mir nicht jeden Schuh anziehen. Doch laufe Jump'n'Run durch dieses Game wie im Computerspiel. Frauen in meinem Business waren niemals im Vorteil. Doch ich zog an der Industrie einfach vorbei. Hab nicht alles erzählt, nur einen kleinen Teil. Damit ihr versteht, wie sehr sie dich testen, stehst du einmal im Spotlight. Lass sie ruhig testen, Mama muss nicht besorgt sein. Denn ihr Wort wird für mich auf ewig das letzte Wort sein. Rate, wessen zweites Album in den Stores ist. Only German Rap, Bitch on the Forbes List. Bitches. Nice, 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 nice. Heftig, heftig. Schau bei Shirin Day vorbei. Starker Song, hat mich sehr gefallen. Sehr gefallen.